Beim Kantenschleifen gibt es die Möglichkeit, mit einem elektrischen Kantenschleifer zu arbeiten. Für das elektrische Schleifen mit dem Kantenschleifer ES2000 gibt es 6 Schleifbänder für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien und haben diverse Körnungen. Mehr Infos zu den Schleifbändern findest du in der Videobeschreibung. Die Schleifbänder werden aufgezogen, indem sie an der Antriebsrolle eingehängt und durch Drücken der Feder hinter der Führungsrolle eingespannt werden. Durch Drehen des Schleifbandes kann überprüft werden, ob es richtig eingehängt ist und problemlos mitläuft. Beim ES2000 sind Winkel von 86 bis 90 Grad einstellbar. Dazu musst du die untere Schraube lösen und so lange an der oberen schwarzen Schraube drehen, bis die Platte eben mit deinem gewählten Winkel ist. Danach solltest du die Schraube wieder festdrehen. Nun ist die Maschine einsatzbereit. Ist dein Ski oder Board diagonal eingespannt, kannst du die Maschine einfach auf die Kante legen und sie hält durch ihr Gewicht von selbst. Bevor du die Maschine einschaltest, hebe sie hinten etwas an. Betätige dann den Schalter und setze sie komplett auf der Kante ab. Jetzt kannst du einmal mit der Maschine über die Kante fahren. Falls deine Kanten schon länger keinen Service mehr hatten oder etwas rostig sind, kannst du auch 2 bis 3 Mal über die Kanten fahren. Der Abtrag pro Schleifgang bewegt sich im 100stel-Millimeter-Bereich. Du musst also keine Angst haben, zu viel von deinen Kanten abzutragen. Lass dich hierbei auch nicht von den Funken verunsichern. Diese entstehen nur deshalb, weil etwas Schleifstaub verglüht. Viel Spaß auf der Piste mit deinen scharfen Kanten!